Was geht, meine Freunde? Wir sind zurück zu einem neuen Video und ihr seht, ich habe hier tatsächlich eine Revolution Hobbybox. Das ist ja erst meine zweite Hobbybox, die ich jemals aufmache. Und die ist tatsächlich zur Verfügung gestellt von meinen, mittlerweile kann man glaube ich Freunden sagen, von German Trading Cards. Also geht da erstmal ein dickes Dankeschön raus an die Jungs. Ich meine, wir sind mittlerweile viel in Kontakt, haben uns öfters gesehen, sind zusammen nach Düsseldorf gefahren. Und natürlich auch mal danke an euch noch. Ich meine, ohne dass ihr immer meine Videos anguckt, feiert, wäre sowas nicht möglich gewesen. Also es ist tatsächlich von denen zur Verfügung gestellt, aber es ist meine Box, heißt meine Karten. Und wenn ihr mal Bock auf Boxen oder sowas habt, Zubehör, also hier könnt ihr gerne mal bei den Jungs vorbeischauen. Ich kann euch wirklich da guten Gewissens vermitteln. Die haben auch hier schon immer die neuen Artikel, hier Crown Royal im Angebot, Zubehör, sowieso alles am Start. Es gibt sogar Einzelkarten, also auch wenn ihr mal in der Nähe von Frankfurt seid, könnt ihr gerne mal im Laden vorbeischauen. Am 27.05. ist wieder Trade Night, da wird sogar draußen gegrillt. Ich finde es geil an den Trade Nights bei den Jungs, dass alles so ein super familiäres Umfeld ist, man fühlt sich wohl. Und Breaks sind auch immer am Start, oft so Case Breaks von den neuen Produkten. Also wenn ihr Geld überhaupt eh was kaufen wollt, guckt gerne mal bei den Jungs vorbei. Würde ich mich freuen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja in Zukunft öfters mal zusammenarbeiten oder auch vielleicht Giveaways für euch geben. Und ja, ich habe sogar einen der Jungs von German Trading Cards dabei. Nicht, um auf mich aufzupassen, sondern weil wir mittlerweile befreundet sind. Ich habe gesagt, Patrick, du bist hier eher der Breaking-Experte. Komm doch einfach mal dazu und ja, freut mich, dass du dabei bist, Patrick. Jo, jetzt bin ich dabei. Moin. Ich meine, du hast ja schon einiges aufgemacht, die Rookie-Season, ne? Ja, ein bisschen was. Also, ja. Was waren deine drei besten Hits? Ich meine, ich kenne sie, aber sag's mal den Zuschauern. Du hast ja schon ordentlich was gepullt. Ja, also der beste Hit war mit Abstand jetzt dem letzten aus dem Court Kings Blaster, die Blank Slate von Bankero. Das war natürlich schon ein Monster-Hit, muss man sagen. Mann. Also, ja, jetzt wird es wahrscheinlich erstmal ein paar Monate wieder bergab gehen mit den Hits, vermutlich, aber gut. Ja, es muss wieder sich aufladen, der Glückbarometer. Ja, genau so. Aber du hast ja noch die Ivy gezogen. Ach genau, stimmt, Jaden Ivy Booklet aus der Origins Hobby, ja. Zu 10, also auch eine brutal geile Karte. Und sonst, boah, weiß ich gar nicht, fällt mir gerade von der neuen Rookie-Season gar nichts. Hast du Revolution aufgemacht? Nee, Revolution habe ich tatsächlich nicht aufgemacht. Jetzt nicht, also ein schönes Set, aber jetzt nicht mein Lieblingsset, sag ich mal. Ja, aber ich meine, ich muss sagen, gerade für jemanden, wo ein bisschen aufs Budget achten muss, sag ich mal, finde ich einen von Preis-Leistung halt, kann man mal machen. Was kostet die bei euch im Laden? So 170? Nee, ich glaube, die war sogar günstiger, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, haben wir die momentan sogar gar nicht mehr. Ach stimmt, das war die letzte, die ihr für mich aufgehoben habt. Ja, genau, das war die letzte. Aber ich meine, für 170... kann man es mal machen? Es ist kein Autogramm garantiert, ne? Man sagt so alle zwei Boxen, stimmt es? Ungefähr, ja. Aber muss nicht immer, ne? Und auf was sind wir aus? Was sind hier so die Hits drin? Weißt du so die Case-Hits aus Revolution? Also es gibt diese Primetime Performers, heißen die. Also das ist zumindest Shortprint. Ob das ein Case-Hit ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Und ansonsten, was bei Revolution halt besonders ist, sind halt die Nummerierung und das Aussehen davon, ne? Dieses Cubic und dieses Galactic und ich glaube, Galactic ist ja auch ein Case dann. Ja, okay, dann bin ich mal gespannt. So, da sind wir wieder, Leute. Ich habe vergessen, meine Bildschirmübertragung anzumachen, dass der Patrick auch sieht, was wir öffnen. Also nochmal für alle, 8 Packs, 5 Karten per Pack. Und auf der Convention, Patrick hat mich einer angesprochen. Ich mache ihn derzeit mal auf. Da hat mich einer angesprochen, ob er mit mir mal ein Pack-Battle machen, ob ich mal mit ihm ein Pack-Battle machen will, weil meine Packs so schlecht sind, da wird er sich sogar trauen, eins zu machen. Also, ich meine, was... Ich bin zu dumm, das Ding aufzumachen. Was predigst du mir immer, Patrick? Wenn man schon Packs aufmacht... Ja, also es ist natürlich... Das Ding aufzumachen. Also, das jetzt pauschal zu sagen, ist natürlich ein bisschen unfair, weil erstens hat nicht jeder das Budget und zweitens sammelt ja auch jeder ein bisschen was anderes, ne? Aber wenn man so wie du jetzt schon doch ein bisschen tiefer drin ist, dann bin ich halt eher der Meinung, lieber... keine Ahnung, auch auf der Trade Night bei uns oder so, lieber irgendwie 1, 2, 3 Hobbypacks aufzumachen, als halt irgendwie über den Abend verteilt 10 Fatpacks und hier noch ein Retail-Pack und aber es ist halt Geschmackssache, ne? Aber das ist so meine Einstellung. Ich meine, es macht auch mehr Sinn, ich sag mal, wenn ihr eh was aufmachen wollt, dann lieber einmal alle zwei Monate eine Hobbybox, statt irgendwie jede Woche oder jede Woche ein Blaster. Aber es gibt natürlich auch die Leute, muss man sagen, die einfach froh sind, wenn sie ein paar Karten rausziehen.
die dann einfach keinen Bock haben auf eine Court Kings Hobby, wo sie dann 10 Karten haben und lange drauf sparen mussten. Dann holen sie sich lieber irgendwie einen Hoops Blaster und haben dann 80 Karten. Richtig. Ja. Okay. Ich würde sagen, so, erstes Pack. Es wird, ich habe gesehen, die Shaden Sharp 101 ist schon raus. Also eigentlich sind wir. Ach so, okay. Die zu 5 würdest du nicht nehmen. Ach so, nee, das wäre dann schon langweilig. Die hat irgendeinen Kentucky Store gezogen. Scheiße. Und ich hatte dem geschrieben, aber die haben mir nie geantwortet. Ja. Okay, okay. Dalen Terry. Rookie. Ah, guck mal. Da ist er doch schon. Aber das ist einfach so ein Insert, ne? Das ist Rookie Revolution, genau. Hinten, bei Revolution steht hinten dann immer auch oben drauf die Bezeichnung nochmal. Also, ob das jetzt Groove ist Fracture, oder das. Ist okay, Fracture. Okay. Genau. Ey, genau. Aber ich meine, ist schon mal geil für mich persönlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Kann man nicht sagen. Ich meine, ich finde die Karten dann sich auch eigentlich echt schön, muss ich sagen. Auch hier so die Base. Es gibt hässlichere Base-Sets. Hier, Carrie Irving. Mir. Ja, guter Mann. Was wolltest du sagen? Es ist Geschmackssache. Mir ist es ein bisschen zu glitzernd meistens. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall hässlichere Sets. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, ein bisschen Geld hast und jetzt Bock hast, mal in eine Hobbybox reinzugehen, was ist in deiner Meinung nach aktuell das beste Preis-Leistungs-Produkt Hobbybox-mäßig? Das ist schwierig. Aber ich bin so ein richtiger Vorzeigestreamer geworden, hier hinten mit den Dingern aufstellen und so. Ja, Wahnsinn, ey. Also was wir gemerkt haben, was unterschätzt ist dieses Jahr, ist die Donruss Choice gewesen auf jeden Fall. Ist halt auch wieder so ein Hit-Produkt, ne? Also hast halt nur, ich glaube, 10 Karten sind's. Oh, ich bin wieder aber halt 2 Autogramme und halt super Rookie-lastig, also meistens 80-90% Rookies. Das ist halt cool. Sind halt aber alles nur Sticker-Autogramme, ne? Optisch ist für mich dieses Jahr Origins unschlagbar. Oh ja, Origins, da sind auch die Insert-Sets wahnsinnig beliebt. Ja, ich mache ja das komplette Set ja gerade auch voll. Echt? Ach du, das Base, aber die, nee, Rookies oder Base oder was? Alles, Base, also alles außer die Cases. Okay, okay. Was haben wir hier? Nucleus, Vortex, LeBrons, einfach wahrscheinlich ein Insert, ne? Ja, genau. Aber eine schöne Karte. Oh, guck mal. Benedict Mathurin, also schon mal 2 gute Rookies gezogen. Kann man nichts sagen. Wie gesagt, das ist meine zweite Hobbybox. Groove. Also ich finde die einfach nice. Das ist meine zweite Hobbybox, die ich jemals aufmache. Wenn Hit, ist der ja dann hinten? Wahrscheinlich, ne? Anthony Edwards. Weil irgendwie sind also, die guten Karten ja vorne die ganze Zeit. Ja, das ist bei Revolution ein bisschen verwirrt. Eigentlich musst du das umdrehen und von hinten aufmachen, aber da hast du die Karten halt rückwärts. Also es ist ich verstehe. Auch nicht perfekt. Ja, ich find's crazy. Ich habe ja diese Nucleus zum Beispiel von dir bekommen, ne? Von den Sixers. Ja. Die ist für 60 Euro weggegangen. Ja, und, die sind krass. Und die Base gehen dafür für 30 Euro weg. Und es gibt ja auch so viele, die diese, wie heißen die, Euphoria sammeln, ne? Ja. Das ist Set. Also wirklich geil. Das ist auch brutal. Ich mach jetzt und mal im diesen. Hobby gibt's noch Roots of Greatness. Das sind immer so Duos. Das ist auch LDB. Brutal. Ja, schönes Insert. Jalen Brunson im Knicks Jersey. Ich meine, natürlich wäre ein Autogramm nice, aber wie gesagt, ist keins garantiert. Johnny Davis, Astro. Ich drehe jetzt mal um. Oh, guck mal, Alter, schon wieder. Schon wieder. Okay, eigentlich muss jetzt noch ein geiler Shaden Sharp Hit kommen. Aber ich bin schon mal zufrieden mit Shaden Sharp, die normale Rookies ist. Und hier das Insert. Ich habe eine richtig geile Shaden Sharp unterwegs gerade. Ich habe mir das erste Mal aus Amerika eine Karte geholt. Von einem amerikanischen YouTuber-Kollegen, kann ich ja fast sagen. die Rookie Yearbook auf 10. Das Auto, die goldene. Ja. Mhm. Elite ist das, gell? Rookie Yearbook, oder? Elite ist das, ja. Ich fand die letzten Jahre immer wahnsinnig hässlich. Aber dieses Jahr, da sind die sind so 3D-mäßig da reingedruckt. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine hattest. Oder weißt, wie die aussehen. Ich finde die irgendwie geil. Ich finde die geil dieses Jahr. Ich mache mal weiter in der Zeit. Scotty Barnes. Die Leute flamen mich mittlerweile schon, wenn ich mir weitere Scotty Barnes kaufe. Kevin Durant. Dylan Brooks. Dann haben wir Devin Vassell mit der Astro. Wir drehen mal um. Johnny Davis. Der sammelt übrigens der Patrick. Wenn ihr Johnny Davis Karten habt, könnt ihr gerne. Und Isaiah Mobley. Und den besseren der 2 Mobley Brothers. Was haben wir hier? Astro. Ich finde ja auch diese Cubic auf 50 ziemlich nice. Da hatte ich schon Cubic 2 von. Ist sehr beliebt. Ja. Und Johnny Davis, Rookie.
Also wie gesagt, ich finde für, keine Ahnung, wenn ihr sagt unter 170 sogar oder um die 170, kann man das wirklich mal machen, wenn ihr eh was aufmachen wollt. Gerade sind ja neu die Optik rausgekommen. Genau. Die sind ja auch viel günstiger als letztes Jahr. Die Ja, sind ja so deutlich. bei 3,50, hast du gesagt. Ja, ich glaube 400 haben wir so online, auf der Messe hatten wir so für 3,50, Naja, okay. genau. Aber ich muss sagen, ich finde die nicht so geil wie die letzten Jahre. Weil ich fand Ja. es halt geil, dass dieses Rated Rookie-Zeichen oben links war immer. Ja, es ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, das Centering zu ermitteln und so ist super schwer dieses Jahr bei den Karten. Wir haben Ryan Rollins von den Warriors und Christian Wood mit dem Groove. Leider noch nicht nummeriertes oder so. Ist Numbered ist auch nicht gegeben, oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Alter, ich hab dich hier als Experten geholt, Patrick. Ja, ich hab dir gesagt, Ich Revolution weiß, ist ich nicht weiß. mein Favorite Set. Das ist. Hätten wir jetzt Origins aufgemacht, hätten wüsstest du Ja, wahrscheinlich schon alles, was drin ist, ohne zu fragen. da wär's besser gewesen, ja. Das war schon dein Set, was du am meisten aufgemacht hast dieses Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, da gab's halt diese geilen H2-Boxen, die Boah. Hybrid-Boxen. Jo. Die waren schon extrem geil. Ich war halt auch in den USA und so in super vielen Breaks drin und sowas. Also, da Sehr habe ich schon geil. viel aufgemacht, ja. Ding ist auch ganz geil gewesen, dieses Jahr Court Kings wieder, ne? Also fand ich besser als letztes Jahr tatsächlich. Ja, ich fand es auch schöner, aber ja, auch nicht mein Oh, Lieblingsset. Wäre warte auch zu mal. bunt ein bisschen. Hier könnte ein Hit drin sein, Patrick. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier sind sechs Karten in dem Pack. Hä, das kann doch nicht sein. Das ist ein Ja. Filler, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Karl Anthony Towns. Ich bin einfach nur lost, glaube ich. Ja, ich bin einfach. Und Kate Cunningham mit der Shockwave. Ich bin einfach nur lost. Ich bin ein Anfänger, was sowas angeht. Hobbyboxen und sowas. Muss Rücksicht mit mir haben. Shockwave, wieder eine schöne Karte. Kate mit seinem Second Year. Was sagst du zum Draft, zur Draft Lottery, Patrick? Ja, ich meine, du hattest Glück auf jeden Fall mit den Blazers. Ich meine, wir hatten es Ja. jetzt schon ein, zwei Mal. Wahrscheinlich wird der Pick eher Richtung Trade irgendwo hingehen, vermutlich, Wahrscheinlich, wer ja. weiß. Aber halt die Spurs, die haben den Jackpot, ne? Aber es ist schon krass. Also, die haben jetzt zum zweiten Mal in 20 Jahren Hardcore getankt, mit Absicht auch, Ja, und haben ja. einen Tim Duncan bekommen. Und jetzt pickt er Wembanyama schon. Hast du gesehen, wie der sich Das. gefreut hat? Der Chief da. Ja, voll geil, Das ja. war echt geil. Ich mach mal hier weiter auf, währenddessen. Ja Morant, Luka Ja. Doncic. Ja, wird interessant. Ich denke, dass wir den Pick auf jeden Fall traden werden. Aber Denke auch, der wird schon fett viel Value haben. Weil Scoot ja, Henderson und auf jeden Brandon Fall. Miller. Oh, guck mal. Wir haben hier Cubic auf 50, Patrick. Ja, sehr gut. Jetzt Muss auch der natürlich richtige Spieler ein sein. geiler Spieler. Oh, nee. Was ist das für ein. LaMelo ist es, ne? LaMelo, oder? Ja, ist LaMelo. Ey! Ja, nice. Kann man mitnehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ey, ist eine super schöne Karte. Ich feiere das Set. Also, das wäre auch so ein Set, was ich Bock hätte voll zu machen. Aber du hast jetzt vielleicht gesehen, wo ist mein Jang noch, dass ich mein erstes Set quasi versuche zu füllen. Hast du gesehen, welches? Ja, habe ich Das gesehen. Tough, ne? Aus den tough. Lusens. Ja, ich habe mich irgendwie voll angetan. Ja. LaMelo auf 50. Ich habe auch einige Freunde, die LaMelo sammeln. Also, vielleicht. Was dabei? Ich bin auch so ein bisschen am LaMelo kaufen tatsächlich, weil die Preise sind schon arg abgestürzt. Aber die waren auch Ja. einfach viel zu hoch, als der rauskam. Das stimmt, ja. Das war Man wirklich Wahnsinn. ist ja ein geiler Baller, Ja. aber ja, das Team ist halt auch nicht so toll. Nee, und gut, die haben jetzt den zweiten Pick, so. Ja, stimmt natürlich. Aber denen fehlt es halt vorne und hinten bei dem Team, wirklich. Ja, da fehlt einiges, ja. Oh. Aber ich bin froh, dass jetzt nicht wieder die Teams, die letzten Jahre schon die ganze Zeit Top-Picks bekommen haben. Oh, warte mal, mir ist was runtergefallen hier. Ein Die-Cut. Wir Ja, machen Lift kurz Off, glaube ich, ist das das. letzte Pack noch auf. Guck mal, Patrick, wir müssten fast einen Podcast zusammen starten. Wir haben jetzt hier Ja, die ich glaube ganze auch, Zeit ja. gequatscht. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein paar Mal Gast im Podcast gewesen. Ja. Vielleicht, ich meine, es gibt zu viele Sachen, die ich aktuell. Du hast ja auch wegen Discord-Server und so angesprochen. Oh, warte mal, ist ein Autogramm. Ja, müsste das Guck Auto mal. sein. Jake LaRavia. Ey. Oh, die sieht schön aus. White. Aber ist nicht numbered. Aber ich finde die super schön mit dem Weißen da oben. Klar, es gibt. Ja? Das ist halt Revolution Autos, die sind auch super beliebt. Also du hast bestimmt auch schon mal einige gesehen, die Revolution Autos Sets voll machen. Jo. Also gerade aus, ich glaube 15, 16 ist super beliebt und 18, 19 ist Genau, super genau. beliebt. Da war Letztes halt Jahr auch von alles noch Kobe. On-Card. Letztes Jahr von Ja, Kobe, genau. genau. Und das ist halt On-Card noch, die sind schon sehr, sehr fett aus. Ey, aber ich sag ehrlich, ich bin super zufrieden. Ich habe einen LaMelo auf 50 gezogen. Klar, Jake LaRavia, man hätte wahrscheinlich einen anderen Namen gerne hier gesehen. Aber ich meine, Ja, man soll ja. sich nicht beschweren, ne?
glaube ich, darüber. Nee, wie gesagt, das ist nicht garantiert. Nimmt man immer mit, egal wer es ist. Und da ist noch was hinten dran. Wir haben noch einen Die-Cut. Und zwar von Jason Tatum. Guck mal. Lift-Off. Also ich bin absolut kein Die-Cut-Fan. Ich finde die wahnsinnig hässlich. Ich habe noch nie einen Die-Cut gesehen, der mir gefallen hat. Deswegen wäre auch das letzte Produkt, was ich mir jemals kaufen würde persönlich, Crown Royal. Ja, geht mir ähnlich. Es ist halt Crown Royal, ist halt Kaboom, ne? Ist halt Kaboom Chase. Du gehst auf Kaboom Chase. Ich habe auch schon gehört, dass viele da übelst heiß drauf sind. Also ja, wenn ihr Bock drauf habt, ihr habt das jetzt im Laden oder online auch. Ja, ja. Wir aber auch Breaks damit, ne? Also. Stimmt, ich würde eher immer sagen, wenn ihr auf irgendein Team aus seid, macht lieber in so einem Case Break mit. Ich finde das echt eine coole Sache. Und klar, es ist immer noch viel Geld, aber bei euch sind die echt für einen angemessenen Preis zu haben. Ich habe mal so verglichen mit der Konkurrenz, sage ich mal. Wir versuchen da immer so fair wie möglich die Preise zu gestalten. Ich meine, das ist ja auch nicht eure Haupteinnahmequelle, ne? Ihr habt da ja andere Sachen. Nee. Klar, deswegen geht es. Aber... Okay. Ich würde echt sagen, war eine coole Box. Wir haben 2 Shane Sharp gezogen. Wir gucken uns nochmal die Hits an. Lamello auf 50 mit dem Cubic. Wie gesagt, von denen hatte ich schon mal. Ich hatte die Giannis davon. Keine Ahnung, ich schätze, die wird auch so 30 Euro kosten. Weil die Giannis war auch so 30, 40 Euro. Dann die Rookie Revolution von Shane Sharp. Bleibt natürlich bei mir. Jake LaRavia, ich muss ehrlich sagen, guck mal, das sieht so ein bisschen wie White Sparkle aus oben rechts. Siehst du es? Ja, das stimmt. Ich dachte erst so, fuck, was ist das für ein Hit? Aber wirklich schöne Karte, wenn es natürlich ein anderer Spieler wäre, noch geiler. Dann eine Lift-Off von Jason Tatum. Dane Terry mit der Base. Hier haben wir eine Benedict Mathurin. Ich glaube, das ist auch Annie mit der Groove, genau. Auch so ein Insert-Rookie wahrscheinlich dann. Usman Jang, Karl Anthony Towns mit der Fractal, ups, Kate Cunningham mit der Shockwave, Ryan Rollins mit der Rookie, Christian Wood mit der Groove, Johnny Davis mit der Rookie Revolution, Devin Vassell mit der Astro. Astro ist auch immer so ein beliebtes Insert-Set. Nochmal Johnny Davis, Alter, Johnny Davis, wirklich Patrick, sag mal, es gibt doch keinen Spieler, der öfters einfach in den Packs drin ist. Nee, nicht viel. Shaden Sharp. Ich habe letztens kurz mal und LeBron Rickman seinen Stream, sein Montags-Ding geguckt, ne? Sein Break. Und da wurde die Shaden Sharp Black Velocity gezogen auf 39. Geil. Black Velocity ist schon ein Banger, ne? Ja, extrem. Oh, okay, da würde ich sagen, also ich bin immer mehr auch auf deiner Seite. Statt 3 Blastern, ich sage euch ehrlich, Jungs, holt euch lieber so eine Hobbybox. Ist wirklich, finde ich, ein fairer Preis und ich bin echt zufrieden mit meiner Ausbeute. Ich glaube, da kann man nichts sagen, oder? Lamello auf 50, nee, Autogramm. Klar, es geht immer besser, ne? Man sieht ja im Internet immer nur die krassen Hits von den Leuten, aber dann diese ganzen Breaker, die öffnen ja auch so viel, die zeigen ja dann nicht die ganzen Boxen, die nix waren, ne? Ja. Das ist es halt. Zumindest nicht, also im Stream siehst du das natürlich, genau. Wenn du die irgendwie die Highlight-Videos oder sonst irgendwas, Instagram und Co., da wird natürlich nur das Nonplusultra gezeigt. Ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, wir sind weiter auf dem Weg zu 500. Und schreibt einen Kommentar, wie ihr die Box fandet, was ihr von Revolution haltet. Und schreibt sehr gerne, ob wir das öfters machen sollen, hier mit Patrick oder vielleicht auch mal mit Max zusammen, was zusammen öffnen. Und wer weiß, wird ihr bestimmt in Zukunft noch des Öfteren, gehe ich davon aus, in irgendeiner Art und Weise eine Zusammenarbeit geben. Deswegen nochmal danke an euch und hat mich gefreut, Patrick. Ja, mich auch, danke für die Einladung. Wir sehen uns, bleibt gesund, macht's gut, ciao.